Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem lieben Arcania Gothic 4. Und ich würde sagen, wir zocken gleich einfach weiter. Es regnet, sieht ziemlich episch aus, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich sage diesen Spruch viel zu oft. Das regt mich schon selbst auf. Ja, wir sind jetzt auf einer neuen Insel. Und, ja, wir haben gerade unsere Frau verloren, unsere Verlobte besser gesagt, weil wir waren ja noch nicht mit ihr zusammen. Und, ja, jetzt haben wir eine Quest aufbekommen, und zwar sollen wir zu der Taverne da oben gehen, soweit ich das noch weiß, und... Ja, und ich weiß gar nicht genau, was wir da machen wollen. Wir wollen auf jeden Fall die Pläne von den Leuten durchkreuzen, die unsere Verlobte umgebracht haben. Und das wird uns auch gelingen. Davon gehe ich mal aus. Ich kenne dich nicht. Wie bist du hierher gekommen? Mit dem Boot von Fischir. Und das soll ich dir glauben? Schau runter zum Strand, da liegt das Boot. Ich lass dich durch, aber mach bloß keinen Ärger, sonst bekommst du es mit uns Holzfällern zu tun. Ich suche Daranes. Wo finde ich ihn? Im Schankraum oder auf seinem Zimmer. Frag am besten mal Murdra, die weiß bestimmt, wo er steckt. Murdra? Die Wirtin hier. Geh einfach rein, du wirst sie schon finden. Und das werden wir jetzt auch tun. Oh, reingehen natürlich. Ist natürlich klar. Da ist die Wirtin. Okay, aber wir sollen woanders hin. Und zwar sollen wir nicht mit ihr reden? Aha, ein Neuer. Wer hat dich hier reingelassen? Ein Holzfäller auf dem Hof. Nur damit du es weißt. Normalerweise entscheide ich, wer reinkommt, wenn du Ärger machst. Bekomme ich's mit den Holzfällern zu tun, ich weiß. Merk's dir gut. Ich suche Daranes. Ich suche Daranes. Den hohen Herrn? Meinst der empfängt einen Burschen wie dich? Wir werden sehen. Sag mir einfach, wo ich ihn finde. Sitzt oben in seinem Zimmer, der hohe Herr, und liest. Tut er immer. Selbst das Essen muss ich ihm hochbringen. Geh die Treppe rauf und raus auf den Balkon, dann nach rechts. Da ist sein Zimmer. Es wäre ziemlich merkwürdig, wenn ich jetzt nochmal fragen würde. Ich suche Daranes. Den hohen Herrn? Meinst der empfängt einen Burschen wie dich? Wir werden sehen. Sitzt um. Alles klar, wir können es also 10.000 machen. Ich würde mir gerne deine Waren anschauen. So, und dann können wir jetzt hier dealen mit Koks und so. Das brauchen wir ja nicht mehr. Haben wir das jetzt verkauft? Für wie viel haben wir es verkauft? 10. Alles klar. Was gibt's hier noch? Unbegrenzte Pfeile. Sie hat einfach mal unbegrenzte Pfeile übrig. Wie viel haben wir noch? 128 reicht, okay. Sonst brauchen wir nichts von ihr. Was ist das? Kochrezept für Fleischragout. Mit einer Prise Thymian köcheln lassen. Das Fleisch darf nicht zu zäh sein. Gut. Was? Nein. Ende. Warum habe ich bloß Myrtana verlassen? Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte so und dann das Schriftstück lernen. Und dann können wir gleich mal was Fleischragout da herstellen. So. Nun gehen wir zu Daranes, wer auch immer Daranes sein soll. Wir sollen nach oben, dann auf die Terrasse, dann raus und
Na, ist es das? Okay, nein. Aber wir können ja mal hier reingucken. Vielleicht ist da was drin. Nö, dürfen wir gar nicht drauf zugreifen. Auf die Terrasse raus und dann rechts, dann ist es das sein Zimmer. Ja. Gut. Hätte ich auch auf der Karte gucken können. Habe ich aber nicht gemacht. Bist du da, Ranisch? Der bin ich. Was willst du? Ich bin auf der Suche nach einem uralten Tempel hier im Gebirge. Ja, von einem Tempel dort oben habe ich gehört. Wo finde ich ihn? Keine Ahnung. Aber in der Burg beim Silbersee gibt es ein Archiv mit alten Landkarten. Wenn du irgendwo einen Hinweis auf den Tempel findest, dann dort. Wie komme ich zum Silbersee? Im Augenblick gar nicht. Räuber halten die Brücke nach Stuark besetzt. Die Leute hier schmieden Pläne gegen die Räuber. Gewinn ihr Vertrauen. Vielleicht helfen sie dir. Wer schmiedet Pläne gegen die Räuber? Murdra, die Wirtin hier. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube, Rauter hat auch einen Plan. Rauter? Ein Gildenkämpfer. Er war eben noch bei mir. Hat vage Andeutungen gemacht. Über geheime Verhandlungen mit einem Teil der Räuber. Wo ist Rauter jetzt? Wollte zu einem alten setarifischen Wachturm gehen, der im Süden von hier am Strand steht. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Was machst du hier? Ich dachte, Magier hocken den ganzen Tag in einem Kloster. Berechtigte Frage, würde ich sagen. Was machst du hier? Ich dachte, Magier hocken den ganzen Tag in einem Kloster. Einige tun das tatsächlich. Ich allerdings bin in Großmeister Miltons Auftrag unterwegs. Er hat großes Interesse an den uralten Steinkreisen bekundet, die über ganz Argan verteilt sind. Und? Hast du etwas über die Steinkreise herausgefunden? Bisher nur, dass sie mich noch in den Wahnsinn treiben. Der Großmeister hat einen Weg entdeckt, ihre Macht zu wecken. Es regnet aber nicht mehr. Alle Kreise, die ich bislang gefunden habe, sperren sich gegen meine Magie. Ich habe den Verdacht, dass mir jemand zuvorgekommen ist. Was passiert, wenn man einen Steinkreis weckt? Anscheinend sind die Kreise miteinander verbunden. Hat man erst einmal eine Bindung zu einem der Kreise hergestellt, kann man augenblicklich von einem anderen Kreis zu ihm zurückreisen. Wir haben mit zwei Kreisen in Zornjara experimentiert. Hier tut sich aber nichts. Wenn du neugierig bist, nicht unweit der gespaltenen Jungfrau liegt einer. Okay, es gibt Steinkreise und deswegen ist er hier. Zusammengefasst, die Orden des Hasses, bla bla bla. Wer sich das durchlesen will, einfach Pause drücken und lesen. Ich möchte mir das jetzt gerade nicht durchlesen. Ich will ihn ausräumen. So, C, was können wir herstellen? Almas Bestes. Was auch immer das bringt. So, ich könnte natürlich jetzt hier runterspringen. Oder auch nicht. Ich dachte, ich könnte. Ah. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Loch ist, wo man runterspringen kann. Ja. Vielleicht sollte ich mal einen Ochsen töten. Was hält ihr davon? Naja, ich glaube, das bringt nicht wirklich viel. So. Wir müssen also sonst wohin. Und warum ich auch immer über die Dings gerade gesprungen bin, weiß ich auch nicht. Ich muss nämlich hier, wieder zu ihr. Warst beim Hohen Herrn? Ja, er meinte, ich soll den Leuten hier in der Gegend zur Hand gehen. Wie steht es mit dir? Kann ich was für dich tun? Warum nicht? Kräftig siehst du ja aus. Was soll ich tun? Mir geht so langsam der Met aus. Und bis die nächste Lieferung kommt, kann's noch dauern. Verstehe. Ich soll dir welchen besorgen. Von Garf, einem der Holzfäller. Der hat sicher ein paar Fässchen übrig. Holst du mir zwei? Ich hab gehört, du hast einen Plan, was man gegen die Räuber tun könnte. Verrätst du ihn mir? Pah,
Willst mich aushorchen, was? Vergiss es. Ich geh zu Garf und hol dir den Met. Ah, die Gäste wird's freuen. Und mich auch. Wo finde ich Garf? Musst aus dem Tor raus und dann gleich rechts den Weg runter. Am alten Wachturm vorbei. Da steht seine Hütte. Alles klar. Also, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt ihr Met holen vom Holzfäller. Und sie hat gesagt, da und dann irgendwo raus. Map. Mappe die Map, 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 Map. Das ist der Steinkreis. Ah ne, das ist die gespaltene Jungfrau. Warte, was? Ach, das ist der... Die Steinkreise sind Teleporte, die man wecken kann.